Wenn ich euch fragen würde, was euer Einstieg ins Star Wars Universum war, dann würden sicherlich einige von euch sagen, Lego Star Wars. Aber nicht nur die Klemmbausteine, sondern auch die Spiele. Sei es The Complete Saga oder auch The Clone Wars. Ein Aspekt der Spiele, der sie zu einem zeitlosen Klassiker, den man immer wieder spielen kann, macht, ist der einzigartige Humor, der Lego Star Wars einfach ausmacht. Aber genau dieser hat sich mit dem Erscheinen von der Skywalker-Saga stark verändert. Aber warum ist das so und war es früher besser? Luke erschreckt sich, als er Leia aus der Nähe im Fernglas sieht und er fällt hin, als sie sich bei einem Scout-Trooper vorbeischleichen wollen. Genau solche kurzen, prägnanten Witze, ohne dass ohne dass überhaupt etwas dazu gesagt wird, beschreibt, glaube ich, den Humor von den Lego Star Wars Spielen ziemlich genau. So explodiert der Raumkreuzer von Obi-Wan und Qui-Gon, während die Piloten immer noch in der Luft sitzen. R2 fällt einfach mal so von Lukes Landspeeder und Boba Fett dreht noch ein paar extra Runden mit seinem Jetpack, bevor er in den Sarlacc stürzt und dieser daraufhin einen genüsslichen Rülpser ausstößt. Mit der Skywalker-Saga haben die kleinen Lego-Figuren aber zum ersten Mal die Fähigkeit bekommen, selbst zu sprechen. Wenn auch in einer leider nur mittelmäßigen deutschen Synchro. Das führt jedoch dazu, dass in der Complete-Saga Darth Vader in der wohl ikonischsten Star Wars-Szene aller Zeiten versuchte, Luke mit einem Familienfoto klarzumachen, dass er sein Vater ist, während in der Skywalker-Saga die ganze Szene eigentlich ziemlich filmisch ist und der Slapstick-Faktor dadurch entsteht, dass plötzlich R2 auftaucht, welchen Vader kurzerhand von der Plattform kickt und Luke ihm hinterher springt. Übrigens, wusstet ihr, dass ich auf meinem Zweitkanal Papa Palpatine gerade die Skywalker-Saga Let's Player? Würde mich also sehr freuen, wenn ihr dort euer Abo dalassen würdet und schreibt mal unter die neueste Folge, dass ihr von diesem Video hier kommt. Lego Star Wars die Skywalker-Saga setzt einfach auf einen ganz anderen Humor. Einer, der, ich sage mal, an die Internetkultur angepasst wurde. Fast schon meme-artig, zumindest bedienen sie sich einer Menge Memes, welche sie versuchen, in die altbekannte und geliebte visuelle Art zu bekommen. Was oft funktioniert, teilweise aber auch etwas gezwungen wirkt. Aber schauen wir uns ein paar Beispiele an. Ich glaube, eines der bekanntesten Star Wars Memes, welches schon früh im Internet seine Runden gemacht hat, war von Admiral Akbar. Laut knowyourmeme.com ist der Ursprung des Memes in die frühen 2000er zurückzuführen, also noch Jahre bevor sich der Begriff Meme in den 2010ern überhaupt erst durchsetzte. Und die Skywalker-Saga macht sich natürlich Gebrauch davon, und das nicht nur einmal. Vermutlich wären aber auch viele Fans enttäuscht gewesen, wenn das neue Spiel keine Referenz dazu gemacht hätte. Ein weiteres Beispiel wäre Take a seat. Young Skywalker. Eine Szene, welche vor Jahren noch völlig irrelevant war und erst durch das Phänomen der Prequel-Memes ab 2016 herum an Popularität gewann. So wird Anakin von Mace Windu gebeten, nachdem ihm der Rang eines Jedi-Meisters verwehrt wurde, sich zu setzen. Und die Skywalker-Saga stellt das ganz überspitzt dar, indem er sich noch an einen kleinen Schultisch setzt und beginnt, in sein Jedi-Malbuch zu malen. Das Tolle dabei ist meiner Meinung aber nicht, dass das Malbuch später nochmals referenziert wird, sondern was im Hintergrund passiert. Alle Jedi essen Kekse oder so etwas in die Richtung, aber erst beim genaueren Hinsehen entdeckt man, dass auch Ki-Adi-Mundi, welcher nur per Hologramm anwesend ist, auch versucht einen Keks zu essen, was logischerweise nicht funktioniert. Und das beobachten wir über die gesamte Skywalker-Saga immer wieder. Der geliebte, körperbetonte Humor der Lego Star Wars Spiele ist keineswegs verschwunden. Er ist mehr in den Hintergrund gerückt und wurde viel subtiler. Während wir in der Complete Saga Qui-Gon dabei zusehen, wie er Droiden erledigt und währenddessen Jar Jar versucht, vom Balkon runterzukommen und Obi-Wan es nicht schafft, sein Lichtschwert zu aktivieren, sehen wir in der Skywalker Saga Jar Jar während einer Konversation im Hintergrund, wie er sich an einer Bohrmaschine festhält. Und Obi-Wan ist ganz beeindruckt von Darth Mauls Lichtschwert und zeigt sich ganz traurig, da sein Lichtschwert nicht so cool ist. Leider aber doch funktioniert diese neue Art von Humor nicht immer. Natürlich wurde auf das klassische Hello there von Obi-Wan vor seinem Kampf mit General Grievous nicht vergessen. Was jetzt, wo die Lego-Figuren auch sprechen können, noch mehr Sinn macht, das einzubauen.
dass sie dann aber versuchen, die Szene lustiger zu machen, indem Obi-Wan Grievous zu einem Dance-Battle herausfordert, verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Ähnlich wie die Tatsache, dass sich Lando quasi in C-3PO verliebt, nur weil dieser einen Wischmopp auf dem Kopf hat. Da gefallen mir solche Kleinigkeiten, wie dass die Carbonitkammer einfach ein Kühlschrank ist, denn Han wieder in Carbonit eingefroren, oder dass sich Admiral Ackbar ständig in einem Aquarium aufhält, das eine Spezies, ja quasi Fische sind, schon besser. Es wird durchaus versucht, an den alten Humor ranzukommen. Das sehen wir auch, als Tarkin versucht, den Todesstern abzufeuern, aber es einfach nicht funktioniert, weil der Stecker nicht verbunden war. Oder als Obi-Wan es nicht schafft, einen Peilsender an Jango Fett's Slave One zu werfen und er deswegen einfach einen Pömpel verwendet. Das wären Szenen, welche im alten Lego Star Wars genauso funktioniert hätten wie im neuen. Ähnlich auch wie die Sturmtruppen, die sich ständig den Kopf anschlagen. Ganz im Gegenteil aber zum High Ground, welcher in der Skywalker Saga sehr wörtlich genommen wird, da Obi-Wan einfach auf einer Leiter steht. Und in der Complete Saga hat Obi-Wan eigentlich gar keinen High Ground. Da sieht man, wie sich die Bedeutung einiger Filmszenen über die Jahre verändert und sie an Bedeutung gewinnen oder auch verlieren können. Duel of the Fates wird von vielen als der beste Star Wars Soundtrack bezeichnet. Na, umso besser, dass diesen in der Skywalker Saga gleich eine Liveband spielt. Kanzler Palpatine ruft aus Versehen die Order 67 anstelle der Order 66 aus, bei welcher die Klone einfach anfangen zu tanzen. Und das haben sie nicht einfach so gemacht. Denn im Gegensatz zu Order 65 wissen wir nicht, was die Order 67 eigentlich macht. Übrigens, wenn euch ein Video zu Order 65 interessiert, habe ich euch das rechts oben in der Infokarte verlinkt. Hätten die Spielemacher hier Palpatine aus Versehen Order 65 und nicht Order 67 ausrufen lassen, hätte das schon wieder einen Backlash in der Community gegeben, da wir eben wissen, was die Order 65 macht und das nicht das ist, was in dem Spiel gezeigt wird. Aber auch Obi-Wans Zuhause auf Tatooine macht nur Sinn im Jahr 2022 und nicht 2005, als die Complete Saga veröffentlicht wurde. Denn in seinem Haus sehen wir Bilder aus den Klonkriegen. Diese werden zwar bereits in Episode 4 erwähnt, haben Sie die Klonkriege mitgemacht? Ja. Doch die Serie The Clone Wars, welche erst Jahre nach dem Spiel ihr Debüt feiert, erfahren wir erst von der starken Verbindung von Obi-Wan und Cody und allgemein die Verbindung zwischen den Klonen und den Jedi. Auch der Shirtless Kylo Ren aus den Sequels wird in den verschiedensten Momenten angewendet und selbst Darth Jar Jar wird in einer gewissen Weise angedeutet. Es gibt einfach so viele Kleinigkeiten, welche die Entwickler bedacht haben und ich glaube, es gibt kein relevantes Star Wars Meme, welches sie dabei ausgelassen haben. Meine persönliche Lieblingsszene ist glaube ich aber Darth Maul, welcher weiterkämpfen möchte, auch wenn er immer mehr Körperteile verliert. Eine eindeutige Hommage an den schwarzen Ritter aus Monty Pythons Die Ritter der Kokosnuss. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, welcher Moment euch am besten gefällt. Und hier rechts erkläre ich euch jetzt noch, warum die Skywalker-Saga im Vergleich zum alten Lego Star Wars so gut aussieht. Und ich habe hier auch noch mein aktuellstes Let's Play Video verlinkt, in welchem wir ein neues, viel zu brutales Ende von Jango Fett sehen. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal und möge die Macht mit euch sein.